Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid, schön, dass ihr live eingeschaltet habt auf joelmedia.de. Und wir wollen heute das, was wir letzte Woche begonnen haben, zu Ende führen, nämlich diesen kleinen, so unglaublich tollen Abschnitt in Johannes 7, wo Jesus die Menschen damals und uns alle eingeladen hat, wenn wir Durst haben. Und bevor wir das jetzt uns im Detail weiter anschauen, wollen wir Gott bitten und ihm sagen, dass auch wir Durst haben nach geistlicher Erkenntnis und dazu, wo es möglich ist, niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir sind so schwach, aus eigener Kraft vermögen wir gar nichts. Aber du hast versprochen, dass deine Kraft in den Schwachen zur Vollendung kommt. Du hast versprochen, dass die Armen, die geistlich Armen, glückselig sind. Du hast versprochen, dass jeder, der hungert und dürstet, satt werden darf. Und Herr, wir hungern und dürsten nach einer Offenbarung deines Charakters, nach einer ganz frischen Sicht deines Wesens, was uns stärken wird für den Alltag und in unserer Beziehung zu dir, dass wir dich noch besser kennenlernen, Herr. Wir wünschen uns, dass du durch dein Wort zu uns jetzt sprichst, durch deinen Heiligen Geist. Das hast du versprochen, das willst du gerne tun. Und wir möchten unsere Herzen dir öffnen und danken dir, dass du gegenwärtig sein wirst. Wir möchten dich einladen als unseren besonderen Gast und unseren Lehrer im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Johannes Kapitel 7. Wir sind mitten in dieser wunderbaren, interessanten Geschichte im Herbst des Jahres 30, das Laubhüttenfest findet statt. Jesus ist nach geraumer Zeit mal wieder in Jerusalem und er predigt dort. Es gibt eine Konfusion in der Menschenmenge, wer er denn sei. Einige sind für ihn, einige sind gegen ihn, einige wollen ihn wieder gefangen nehmen. Und er kündigt dann seine Himmelfahrt auch schon an. Und wir haben das letzte Mal angefangen, diesen Abschnitt ab Vers 37 bis 39 zu lesen. Dort wird gesagt, dass am letzten Tag des Laubhüttenfestes, am achten Tag, am 22. Tischri des Jahres 30, irgendwann im, wahrscheinlich war es irgendwie vielleicht so Anfang Oktober oder so, September, Oktober in dieser Zeit, dass Jesus stand, rief. Und während an diesem Tag die Volksmenge aufgrund von bestimmter Zeremonien sich gerade erinnert hat an die Geschichte von Mose, der den Felsen geschlagen hat und Wasser herauskam, Jesus sich dorthin stellt und sagt, wenn jemand dürstet. Und wir haben das letzte Mal uns Zeit genommen, in der Bibel, im Alten Testament vor allem zu sehen, wo überall etwas von dem Durst steht. Und wir haben gesehen, gerade in den Psalmen, auch in Jesaja und an verschiedenen Stellen wird immer von diesem geistlichen Durst gesprochen. Menschen haben Durst, nicht nur nach Wasser, sondern auch nach der Gegenwart Gottes. Auch heute noch. Und auch wir, glaube ich, kennen das Gefühl, wenn wir zwar theoretische Erkenntnisse haben, die verliert man nicht so schnell, aber das Gefühl hat, Gott ist nicht in meinem Leben gegenwärtig oder ich habe mich von Gott entfernt vielleicht oder ich habe mich nicht viel mit Gott beschäftigt, dann weiß man zwar theoretisch die Wahrheit, aber man hat diesen inneren Durst, dass Gottes Geist wieder das Herz erfüllt. Wenn man merkt, mir fehlt etwas, dann gelten diese Worte hier, wenn jemand dürstet. Es ist keine Qualifikation notwendig außer Durst. Ja? Ganz egal, ob man die Bibel kennt oder nicht kennt, ob man christlich aufgewachsen ist oder nicht, ob man schon Erfahrung mit Gott gemacht hat oder nicht. Jeder, der Durst hat, darf kommen. Wir haben gesehen in den Texten, dass wir sogar umsonst kommen können. Wir brauchen nichts bezahlen. Wir müssen nur unseren Durst mitbringen, denn der soll gelöscht werden. Jesus sagt in Vers 37, vielleicht kann ihn jemand von euch noch einmal lesen. Johannes 7, Vers 37. Ganz genau. Wir haben gesehen,
es kommt eine Zeit, wo man nicht mehr trinken kann. Es kommt eine Zeit, wo der Geist Gottes sich von der Erde zurückziehen wird. Deswegen gilt dieser Aufruf für uns heute, wie Paulus sagt, heute, da ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn ich heute Durst habe nach Jesus, kann ich heute zu ihm kommen und er wird mir zu trinken geben. Die Aufforderung ist ganz einfach. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Jesus sagt nicht, wenn jemand dürstet, gehe er zu diesem Menschen oder zu jenem Menschen oder zu diesem Guru oder Priester oder Prediger oder wem. Er sagt, er komme zu mir. Nun, wir sind dankbar für jeden Menschen, der die Bibel erklären kann. Wir sind dankbar für Lehrer. Wir sind dankbar für Gemeindeglieder. Aber den Durst stillen kann nur Jesus. Und deswegen wird ein biblischer Lehrer, der die Bibel wirklich liebt, den Bibelstudenten immer zu Jesus führen und nicht zu sich selbst. Jesus sagt, komm zu mir. Nun, wir wissen, dass Jesus diese Einladung nicht zum ersten Mal gegeben hat, oder? Kennt ihr eine andere Einladung, wo Jesus etwas Ähnliches sagt, obwohl er dort nicht das Bild vom Durst verwendet? Ein anderes Bild, das aber auch ausdrückt, dass wir seine Hilfe brauchen. Wo er auch sagt, kommt her zu mir. Genau, lasst euren Finger hier, wir kommen immer wieder zu Johannes 7 zurück. In Matthäus 11, Vers 28, sagt Jesus, kommt her zu mir alle. Nicht in dem Fall, die ihr durstig seid, weil Jesus verwendet verschiedene Bilder für dasselbe Grundproblem. Ja? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, wiederbeleben, auch erfrischen. Ja? Manchmal kann sich das Leben ohne Gott anfühlen, dass einem was fehlt. Ja? Mir fehlt, ich bin am Durst. Ja? Manchmal fühlt es sich eher so an, dass man erdrückt wird von der Last der Sorgen, von der Last der Sünden, von der Last der Schuld, die auf einem drückt. Man kann es nicht alleine tragen. Ja? Und egal, wie es sich gerade anfühlt, es gibt immer einen Bibelvers, der dazu passt. Ja? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr durstig seid, könnte man sagen. Ja? Wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Egal, wie sich das Problem anfühlt, wir können zu Jesus kommen. Egal, ob das Problem ein Mangel ist, ein Mangel an Gegenwart Gottes oder ein zu viel an Sorgen oder Sünden sind immer zu viel. Jesus ist die Lösung. Kommt her zu mir. Schauen wir nochmal in Johannes zurück und wir gehen zu Johannes 5. Das Interessante ist, es gibt Menschen, die stehen an dem Wegweiser, wo Wasser steht und gehen doch nicht hin. Johannes 5, Vers 39 und 40 ist ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen den Wegweiser, der zum Wasser führt, auswendig können mitunter und trotzdem nicht Wasser nehmen. Johannes 5, Vers 39, Jesus spricht hier zu dem Sanhedrin, zu den Obersten, den Schriftgelehrten und Pharisäern, den Leitern des Volkes. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und jetzt kommt der traurige Part in Vers 40, der traurige Teil. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Es ist möglich, nicht nur die Bibel zu haben oder zu lesen, sondern die Bibel sogar eifrig zu studieren und doch nicht zu Jesus zu kommen. Da gab es Menschen, die haben die Bibel eifrig studiert und sind doch nicht zu Jesus gekommen. Es gab Menschen in der Zeit von Jesus, die haben sich die Predigten von Johannes dem Täufer angehört, die besten Predigten, die sie hören konnten, und waren begeisterte Hörer der Predigt von Johannes dem Täufer, sind aber nicht zu Jesus gekommen. Gibt es heute auch Menschen, die vielleicht sogar die Bibel eifrig studieren, aber nicht zu Jesus kommen, weil sie vielleicht einfach nur die Bestätigung ihrer Meinung suchen? Weil sie einfach damit zufrieden sind, Recht zu haben. Ja? Die Bibel sagt nur, was die Wahrheit ist. Ich weiß, was in der Bibel steht. Ich habe Recht, bin besser als die anderen. Das motiviert manche, die Bibel intensiv zu studieren und zu wissen, was in jedem Vers steht. Aber sie sind nicht zu Jesus gekommen, haben das Leben nicht empfangen. Das heißt also, wir werden gleich auch noch in Johannes 7 das sehen, entscheidend ist, dass wenn wir die Bibel lesen, die Bibel uns zu Jesus bringt. Zu ihm. Und nur wenn wir zu ihm kommen, werden wir das Leben empfangen. Nicht einmal Bibel lesen kann es ersetzen, dass wir uns zu Jesus begeben. Dass wir ihn zu unserem Freund machen. Es
gibt eine ganz wunderbare Verheißung. Die ist so wunderbar, dass man gar nicht fassen kann, dass sie so toll ist. In Johannes 6, im nächsten Kapitel, in Johannes 6, Vers 37, vielleicht sagt da jemand, naja, aber ich weiß nicht, ob ich bei Jesus angenommen werde. Ich weiß nicht, ob mein Durst nicht vielleicht zu groß ist, meine Last zu schwer. Schaut mal, was Jesus sagt in Johannes 6, Vers 37 und lasst uns das alle so tief merken, weil das kann man noch gut gebrauchen im Leben. Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich was? Nicht hinausstoßen. Wir müssen niemals die Angst haben, dass wenn wir zu Jesus kommen, er sagt, nee, du nicht. Mach erst mal das. Du nicht, weil du gefällst mir nicht. Jesus wird niemals sagen, ja, du bist nicht gut genug, du bist nicht würdig genug, oder du bist nicht durstig genug. Egal, ob uns Probleme klein oder groß sind, wir können immer zu Jesus kommen. Ja, er wünscht sich, dass wir bei ihm bleiben. Ja. Kein Mensch, der ernsthaft Jesus sucht, wird von ihm hinausgestoßen. Auch wenn er noch nicht alles versteht, wenn er nicht alles weiß. Aber jeder, der zu Jesus kommen möchte, ich habe das in meinem Leben erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wenn man gegen Gott gesündigt hat, dann hat man das Gefühl, man kann nicht mehr zurückkommen, oder? Weil der Satan einen bindet, die Sünde bindet. Und der Satan versucht einem einzutrichtern, jetzt hast du zu oft gesündigt, jetzt bist du zu weit gegangen, du bist zu tief gefallen, jetzt geht nicht mehr. Gott wird dich nicht mehr annehmen, ja? Aber Jesus sagt hier, wenn wir Durst haben, und Durst haben bedeutet ja, mir fehlt etwas, mir fehlt der Heilige Geist. Wann immer ich ernsthaft zurück möchte, sagt Jesus niemals nein. Was hat der Vater gemacht mit dem verlorenen Sohn? Er ist noch auf ihn zugelaufen, hat ihn umarmt. Und wir dürfen wissen, als Jesus dort gesagt hat, wenn jemand Durst hat, der komme zu mir, er hätte jeden Einzelnen angenommen. Selbst die, die seinen Tod geplant haben. Wenn sie sich umgekehrt hätten, wenn sie gesagt hätten, okay, ich brauche Jesus, er hat sie angenommen. Wer zu ihm kommt, der wird von ihm nicht hinausgestoßen werden. Und wenn Jesus uns nicht wegstößt, kann uns auch niemand sonst wegstößen, weil Jesus ist der Stärkste, oder? In Johannes 14 und dort Vers 6 wird deutlich, warum wir zu ihm kommen müssen. Johannes 14, Vers 6 sagt uns, und ihr kennt den Vers, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Selbst Bibelstudium ohne Freundschaft mit Jesus führt nicht zu Gott, dem Vater. Selbst viele Gebete, Gottesdienst am Sabbat in der Gemeinde in guter Kleidung, wie die Pharisäer, ohne Jesus führt nicht zum Vater. Wir brauchen Jesus. Und die Frage an uns, die wir live zuschauen oder später das Video ansehen, ist Jesus in deinem Leben? Das ist die große Frage. Erinnert euch an Jesaja 55 und dort Vers 1 bis 3. Jesaja 55, Vers 1 bis 3, da haben wir dieselbe Idee. Jesaja 55 war vielleicht so ein bisschen die Vorlage für das, was Jesus gesagt hat. Jesaja 55, ab Vers 1, wohlan ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld. Und umsonst meine Milch, wie Jesus später in Offenbarung sagt, nicht wahr? Das Wasser des Lebens ist umsonst. Und dann heißt es weiter, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Gott fragt sich, warum wir so viel investieren in menschliche Meinungen, in menschliche Theorien, die gar nichts bringen. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Bibellesen ist mit das Interessanteste, was es gibt. Seit vielen Jahren lese ich die Bibel und habe auch vieles andere gelesen, aber nichts gibt einen so tiefen Frieden wie die Bibel. Jemand hat mal gesagt, wir können ein Fest guter Dinge haben jeden Tag, wenn wir die Bibel lesen. Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Könnt ihr sehen, wo Jesus hier hat? Wenn jemand Durst hat, der komme her zu mir. Das ist also, in Vers 1 geht es um die Durstigen. In Vers 3 heißt es, neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Man sieht also, Jesus hat, und das ist ja ganz entscheidend, weil viele Christen immer denken, naja, in vielen christlichen Kirchen wird gepredigt, das Alte Testament ist abgeschafft oder vom Neuen abgelöst und
wir folgen jetzt dem Neuen, nicht dem Alten Testament, aber Jesus hier und diese Stelle in Johannes 7 ist ja nur wirklich eine der neutestamentlichen Stellen überhaupt. Jesus sagt, ich will euch ewiges Leben geben, ich will euch den Heiligen Geist geben, ich will euch Wasser zu trinken geben, ist fast wörtlich aus dem Alten Testament rauskopiert. Ja, und das ist das, was wir immer und immer wieder hier sehen in diesem Seminar, dass Jesus einfach das Alte Testament lebendig macht, ja, mit Geist erfüllt den Menschen wieder, die zum Alten Testament zurückführt. Weil es das gleiche Evangelium hat wie das Neue. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Das ist das, was Gott dem David zugesagt hat. Nicht wahr? Die Verheißung, dass auf seinem Thron immer jemand sitzen wird. Eine Verheißung auf den Messias, den Sohn Davids, der auf dem Thron Davids sitzen wird für alle Ewigkeit. Nun, wir haben gesehen, Jesus sagt, der komme her zu mir und trinke. Ja, wir haben in Johannes 7 gelesen, wie er sagt, der komme zu mir und trinke. Haben die Menschen im Alten Testament auch schon diesen Trank trinken können, den Jesus hier anbietet? Oder ist es etwas Neues? Gibt Jesus hier den Menschen etwas, bietet er ihnen etwas an, was die Menschen im Alten Testament nicht haben konnten? Konnten Menschen im Alten Testament schon von diesem Wasser trinken, das Jesus hier anbietet? Schaut mal mit mir in Korinther. 1. Korinther. Paulus macht hier eine interessante Feststellung. In 1. Korinther Kapitel 10 und dort Vers 4. 1. Korinther 10 und dort Vers... Ah, wir können ab Vers 2 lesen. Das ist im Kontext vielleicht besser. Geht um die Israeliten in der Wüste, ja, auf dem Weg aus Ägypten nach Kanaan. Vers 2. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Welche Geschichte spielt das an hier mit dem Essen und dem Felsen? Also was haben die Israeliten eigentlich gegessen? Was haben die Israeliten gegessen in der Wüste? Manna. Woher kam das Manna? Vom Himmel, fiel jeden Tag vom Himmel auf die Erde. Sie mussten es aufsammeln, bearbeiten, essen. Das Manna, 5. Mose 8 sagt, dass Gott das Manna gegeben hat, um ihnen zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ja, Jesus Christus ist das Wort. Und damit sollten sie lernen, sich vom Wort Gottes abhängig zu machen. Und welche Geschichte spricht hier von dem Felsen? Was war da passiert? Als Mose mit dem Stock auf den Felsen schlug und Wasser rauskam. Das war übrigens, wenn ihr euch erinnert jetzt, genau das, was die Israeliten die Juden, am 8. Tag des Laubhüttenfestes als Zeremonie gemacht haben. Die waren ja gerade dabei. Sie waren gerade dabei, sich daran zu erinnern, wie Mose den Felsen schlug und Wasser kam heraus. Übrigens, wer war der Fels? Wen sollte der Fels symbolisieren? Jesus. Und warum sollte der Fels geschlagen werden? Weil Jesus für uns geschlagen worden ist und weil Jesus für uns geschlagen worden ist, können wir das Wasser des Lebens bekommen. Übrigens, ihr wisst, dass am Ende der Wüstenwanderung eine ähnliche Geschichte stattfand. Ja? Und da wieder Wasser aus dem Felsen kam. Aber da war etwas anders. Da sollte was war mit dem Felsen? Wie sollte das Wasser rauskommen? Genau, Mose hat wieder draufgeschlagen. Sollte er draufschlagen? Er sollte nicht draufschlagen, er sollte nur zu dem Felsen reden. Weil die Idee soll den Israeliten deutlich werden, dass Jesus nur einmal sterben muss und dann immer und immer wieder und immer wieder für jeden Menschen aus dem einmal gegebenen Opfer auf Golgatha für jeden Menschen genügend Wasser hat. Das Wort Gottes reicht aus, sozusagen, um das dann für uns persönlich anzuwenden. Und hier macht der Paulus deutlich, die Israeliten haben eigentlich genau das erlebt. Es war ja derselbe Jesus in der Wolke, ja, der sie geführt hat. Und Mose hatte genau dasselbe Evangelium verstanden, was Jesus jetzt den Menschen beibringen wollte. Was Jesus eigentlich beim Laubhüttenfest macht, ist, er sah, wie die Menschen in der Zeremonie an die Geschichte dachten, aber sie hatten den geistlichen Hintergrund, die eigentliche Botschaft, aus den Augen verloren. Sie erinnerten sich an die Geschichte, aber tranken nicht aus dem geistlichen Felsen. Sie erinnerten sich an den wirklichen Felsen, aber tranken nicht aus dem geistlichen Felsen. Deswegen sagt er, wenn ihr Durst habt, der damals da dargestellt wurde, steht mitten unter euch. Trinkt! Wie oft geschieht es, dass wir vielleicht einfach
biblische Geschichten nacherzählen, uns daran erinnern, Gebote aufzählen, Prophezeiungen nachvollziehen und sagen, ah ja, so war das genau, jetzt erinnere ich mich, aber nicht geistlich daraus trinken. Wenn ich nur eine biblische Geschichte nacherzähle und weiß, wie sie geht und weiß, ah, das war der König und das war der Prophet und so ging das, dann habe ich zwar ein gutes Gedächtnis, aber ich habe noch nicht geistlich getrunken. Wenn ich einen Psalm auswendig sage, habe ich zwar ein gutes Gedächtnis, aber habe ich schon geistlich getrunken? Wenn ich weiß, wie eine Prophezeiung funktioniert und welches Datum wann wie gewesen ist, welches geschichtliche Datum, vielleicht da habe ich gut Geschichte studiert, aber ich habe noch nicht geistlich getrunken. Ich muss mich jedes Mal die Frage stellen, was will mir diese Prophezeiung, was will mir dieser Psalm, was will mir diese Geschichte, dieses Gleichnis, was will mir das über Jesus sagen, was kann ich heute für mein Leben über Jesus lernen? Dann trinke ich. Ja. Ich denke, ihr habt vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, ich habe das in meinem Leben schon erlebt. Wenn man einfach die Bibel nur trocken formal liest, bleibt ein bisschen was hängen, aber man hat nicht das Gefühl, gestärkt zu sein. So wie Israeliten dieses Ritual durchführen, sie erinnern sich, ah ja, da war damals die Geschichte mit Mose, ist ja ganz ergreifend, nicht wahr? Aber wenn man wirklich Jesus bittet, Herr, sprich zu mir, sei mein Lehrer, ich brauche dich, nicht nur jetzt in der Andacht, sondern den ganzen Tag über, dann spricht er und dann wird man gestärkt. Und dann werden die Lasten einem von einem genommen, auch wenn sie schwer zu sein scheinen, und man wird getränkt. Das tut er durch den Heiligen Geist. Da kommen wir gleich noch mehr dazu. In 1. Korinther 12. 1. Korinther 12 und dort Vers 13. 1. Korinther 12 und dort Vers 13, da geht es um dieses Bild, von was Paulus sagt, von einem Leib viele Glieder. Ja, die ganze Gemeinde ist ein Leib. 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft. Das ist wie auch bei Mose, nicht wahr? Sie sind unter der Wolke und dem Meer getauft worden. Ob wir Juden sind oder Freie, Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Ja? Eigentlich, wir haben alle von einem Geist zu trinken bekommen. Und Paulus benutzt es jetzt als Argument zu sagen, okay, wenn wir alle gleich getauft sind und wenn wir denselben Geist empfangen, dann sind wir auch eine Einheit. Das beste Mittel, um echte Einheit zu haben, in der Familie, in der Gemeinde, ist, wenn alle vom gleichen Geist trinken. Wenn man nur oberflächlich das versucht zu kitten, wenn man sozusagen sagt, okay, du sagst nichts Böses gegen mich und ich nichts Böses gegen dich. Ja? Das ist nur politisch, ja? Wenn man irgendwie versucht, so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, das ist immer brüchig und wird nie funktionieren. Wann immer es Streit in der Gemeinde gibt, wann immer es Zwistigkeiten in der Familie gibt, liegt es daran, dass mindestens einige nicht vom Geist trinken, nicht von diesem Wasser des Lebens trinken. Denn wenn alle von Jesus getränkt werden, bringt er sie alle zusammen. Das ist die Botschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz einfach. Im Grunde genommen liegen alle Probleme, die wir haben in unserem Leben, in unserer Familie, in unseren Gemeinden, die Lösung ist für immer dieselbe. Komm zu Jesus, trinke, persönlich. Such nicht die Lösung für andere, trinke selbst. Sei ein Teil der Lösung sozusagen. Die Bibel sagt, wir sollen nicht uns mit Wein betrinken, sondern erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nicht wahr? Können wir vielleicht kurz lesen, Epheser 5, Vers 18. Und da wird deutlich, ich meine, wie wird man mit Wein erfüllt? Man trinkt, ja, und wir sollen das nicht tun, ja. Wenn man Wein trinkt, hier heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, ja, trinkt nicht alkoholischen Wein, sagt die Bibel, sondern, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also Wein trinkt man und den Heiligen Geist trinkt man sozusagen, ja. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Hier ist ein tolles Zitat aus dem Buch Das Leben Jesu. Jesus kannte die Bedürfnisse der Seele. Und ich glaube, er kennt auch die Bedürfnisse unserer Seele. Reichtum und zur Schaustellung und Ehre kann das Herz nicht befriedigen. Ja, das ist, was die Menschen suchen. Also sie suchen eigentlich, dass das Herz gefüllt wird. Und dann denken sie, wenn sie geehrt werden, wenn sie reich sind, wenn irgendwie alles äußerlich glänzt und glitzert. Aber dann merken sie oft in dem Moment, dass sie immer noch nicht zufrieden sind. Dann sagt sie, wenn jemand trinkt, der komme zu mir, zitiert sie Jesus. Der Reiche, der Arme, der Hohe, der Niedrige, alle sind gleichzeitig willkommen. Er verspricht, das belastete Denken zu befreien, die Trauernden zu trösten und den Verzweifelten
Hoffnung zu geben. Viele, die Jesus hörten, hatten über enttäuschte Hoffnungen getrauert. Viele haben eine geheime Verzweiflung so genährt. Viele haben ihr ruheloses Verlangen versucht zu befriedigen mit den Dingen der Welt und dem Lob von Menschen. Ja, wie oft versuchen wir Dinge zu tun, einfach um gelobt zu werden, um dann irgendwie das Loch im Herzen zu füllen. Aber wenn alles erreicht war, hatten sie doch entdeckt, dass sie nur sich bemüht hatten, um von gebrochenen Zisternen zu trinken, die ihren Durst nicht stillen konnten. Mitten in dem Glanz dieser fröhlichen Szene standen sie unzufrieden und traurig. Ja. Ich erinnere mich, als ich noch jung war und an der Musikschule ein Jahr gearbeitet habe, da hat mir eine Gesangslehrerin damals erzählt, sie war Opernsängerin in einem deutschen Opernhaus, und sie hat mir erzählt, es ist oft vorgekommen, dass als der Vorhang fiel, ja, und der Applaus brauste und sie immer wieder vorgerufen worden sind, dass sie direkt danach heulend nach Hause gegangen ist. Weil sie zwar äußerlich so applaudiert worden ist, aber innerlich völlig leer war. Und Jesus sieht diese Menschen, und dieser plötzliche Ruf, wenn jemand dürstet, hat sie aus ihrer traurigen Nachdenken herausgerufen. Und als sie zu diesen Worten, diese Worte hörten, die dann folgten, wurden in ihrem Denken eine neue Hoffnung angezündet. Der Heilige Geist präsentierte das Symbol vor ihnen, bis sie das Angebot des unschätzbaren, priceless, also kostbar, also kann man gar nicht bezahlen, ja, dieses Geschenk der Erlösung deutlich sahen. Jetzt schauen wir, was Jesus hier sagt in Johannes 7. Er erklärt es ja noch mehr. In Johannes 7, Vers 38. Wer mag mal Vers 38 lesen? Wer nicht glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme fließen, lebendigen Wassers fließen. Genau. Jesus macht also jetzt ganz deutlich, es ist nicht einfach nur abstrakt. Ja, das mit dem Dürsten, das spricht jetzt die Situation an. Nicht wahr? Sie denken gerade an die Geschichte mit dem Felsen, mit dem Wasser. Und er spricht die Situation an, wie damals bei der Samariterin. Aber dann sagt er ganz deutlich, was sie tun sollen. Wer an mich glaubt. Zu Jesus kommen bedeutet nicht einfach, in der Nähe von Jesus zu stehen. Es gab Menschen, die waren Jesus ganz nahe körperlich und weit von ihm entfernt. Denkt an Judas. Ja? Zu Jesus kommen bedeutet nicht, dass wir jetzt versuchen, die Lichtjahre zu überbrücken, die uns von ihm trennen, physikalisch. Zu Jesus kommen bedeutet, ihn zu lieben, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen mit den Problemen und Sorgen und Nöten, die ich habe. Alles, was ich habe, zu ihm zu bringen. Und er sagt, wer an mich glaubt, und jetzt kommt ein interessanter Nachsatz, wie die Schrift gesagt hat. Warum sagt er das? Warum sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat? Erstens das, die Bibel berichtet von Jesus. Wir haben ja gesehen, nicht wahr? Jesus sagt, sie ist es, die von mir zeugt. Und damit meint er damals nicht das Neue Testament, das gab es noch gar nicht. Er sprach vom Alten Testament. Er sagt, wenn ihr das Alte Testament studiert, müsstet ihr eigentlich auf mich stoßen, weil es bezeugt mich. Und ihr wollt nicht zu mir kommen. Die Bibel spricht von Jesus. Warum sagt er? Sammeln wir vielleicht noch Punkte. Warum sagt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat? Also, ein Punkt ist, die Bibel spricht von Jesus. Zeugen. Ja, also warum ist es Jesus so wichtig, dass wir an ihn glauben, wie die Schrift gesagt hat? Es gibt Menschen, die glauben, dass Jesus existiert hat. Aber sie glauben nicht, dass er all das gemacht hat, was die Bibel sagt. Es gibt auch Menschen, die glauben an Jesus und sagen, ich glaube an Jesus, aber ich brauche das Alte Testament nicht. Ja? Wenn jemand an einen Jesus glaubt, den er sich selbst kreiert, indem er sagt, das Alte Testament brauche ich nicht oder diese bestimmten Gesetze brauche ich nicht oder diesen Teil der 10 Gebote brauche ich nicht, ich glaube einfach an den Jesus meiner eigenen Kreation, der täuscht sich selbst. Das ist der schlimmsten Täuschung, weil man denkt dann, dass man das ewige Leben hat, aber man trinkt von einer
verunreinigten Quelle sozusagen. Weil die Quelle, die Jesus anbietet, ist er selbst, und zwar so, wie ihn die Bibel beschreibt. Und deswegen ist die Bibel so wertvoll, weil egal, wie es mir emotional geht, egal, ob ich glücklich bin oder unzufrieden, die Bibel beschreibt Jesus immer gleich. Wenn der Glaube nur auf Emotionen basieren würde, dann wäre unser Glaube eine ständige Achterbahnfahrt. Wenn der Glaube auf Eindrücken bestehen würde, wüssten wir nie genau, ist es jetzt, was soll ich tun? Aber der Glaube basiert auf geschriebenen Worten, schwarz auf weiß, und egal wie es mir geht, ich kann immer lesen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich kann immer lesen, es ist umsonst. Ich kann immer lesen, was die Bedingungen sind, nicht wahr? Dass ich meine Schuld eingestehe, dass ich alles, was ich habe, Jesus bringe, dass ich mein Herz öffne. Ich kann die Bedingungen lesen, ich kann die Verheißung lesen, und egal wie es mir geht, die Bibel ist immer schwarz auf weiß dieselbe, daran kann ich mich festhalten. Und deswegen müssen wir Jesus kennenlernen, wie die Schrift sagt. Und ein Grund, warum wir dieses Seminar hier machen, seit so vielen Jahren, ist, dass wir Jesus kennenlernen, wie die Bibel ihn beschreibt. Und nicht, wie Leute ihn in Liedern besingen und wie Leute sich ihn vorstellen und wie er vielleicht sein könnte oder wie er in Jesus-Filmen dargestellt wird, sondern wie das Alte Testament und das Neue Testament ihn zusammen beschreiben, den Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über die Jahre stelle ich fest, der Jesus, den ich in der Bibel finde, ist manchmal ein anderer Jesus als der, den die Leute so vorgeben, dass er sei. Ja? Aber der echte Jesus ist der, den ich wirklich interessant finde. Wo ich sage, den möchte ich noch besser kennenlernen. Der echte Jesus überrascht mich. Und bei dem echten Jesus, der, wie die Bibel ihn beschreibt, stelle ich immer wieder fest, dass er ein echtes Vorbild ist für mich. Und ich viel mehr noch von ihm lernen möchte. Also halten wir fest, wer wirklich Jesus folgen möchte und Zugang zur Bibel hat. Ja, es gibt ein paar Menschen, die wird Gott retten können, auch wenn sie die Bibel gar nicht kannten. Ja, das ist ein anderes Thema. Das wird er dann schon wissen, wie das geht. Aber wir, die Zugang zur Bibel haben, können nicht an Jesus glauben und die Bibel ignorieren. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Und dann sagt er etwas Interessantes. Er sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wo kommt das Wasser jetzt her? Wo ist das Wasser? Wo kommt das her? Es kommt von Jesus, genau. Aber wenn er sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers sein. Denk mal drüber nach. Wo kommt das Wasser her? Es kommt von Jesus, aber wo ist es? Es kommt, er sagt, aus. Offensichtlich, wer an Jesus glaubt, wie die Schrift gesagt hat, bei dem wird es nicht so sein, dass hier bin ich, der arme Sünder, dort ist Jesus und ich muss immer zu Jesus kommen und trinken und gehen. Und hingehen und trinken und dann wieder gehen. Sondern wer an Jesus glaubt, wie die Schrift gesagt hat, der kann Jesus, der die Quelle ist, in sich tragen. Und wenn ich die Quelle in mir trage, nicht weil ich die Quelle bin, sondern weil Jesus sich so sehr mit mir verbindet, dass er quasi immer bei mir ist, quasi in mir, dann müsste es ja theoretisch möglich sein, so zu leben, dass man niemals in eine Situation kommt, wo man nicht weiß, wo man Wasser herbekommt. Weil man trägt die Quelle mit sich herum. Was Jesus hier uns anbietet, ist eigentlich so groß, dass wir, ich glaube, selten darüber wirklich nachdenken. Wir neigen eher dazu, zu denken, naja, Jesus ist da und ich führe mein Leben und dann muss ich halt immer wieder zu Jesus zurück. Weil das ist unsere Erfahrung, weil wir uns so oft von Jesus entfernen und dann wieder zurück müssen. Aber Jesus sagt, du musst ja, wenn du bei mir bist, nicht wieder woanders hin, du kannst mich mitnehmen. In dir. Und das ist ein interessanter Gedanke, den wir, wenn auch nicht mit dem Bild des Wassers, in 5. Mose finden, einer der allergrößten Kapitel, die es in der Bibel gibt. Das ist mein Lieblingskapitel, glaube ich. 5. Mose 30, also wenn ihr da mal Zeit habt, 5. Mose 30 zu lesen, Vers für Vers und das mal so in euer Herz aufnehmen, das ist so großartig, das Kapitel. Lohnt sich wirklich, ist ein großer Goldschatz. Überhaupt 5. Mose, aber ihr wisst ja. 5. Mose 30, und dort in Vers 11, denn dieses Gebot, da geht auf diesen Bund, den Gott, den neuen Bund hier, ihn anbietet. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und nicht zu fern. Also wunderbar meint hier im Sinne von merkwürdig, im Sinne von das so
ja, schwierig zu verstehen. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun, sondern das Wort ist sehr nahe bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, sodass du es tun kannst. Also mit anderen Worten, er sagt, das, was ich euch sage, sagt Mose, ist nicht dort irgendwo in der Ferne und ihr müsst euch erstmal dort hinbegeben, sondern ihr könnt es direkt in eurem Herzen tragen. Deswegen sagt er auch, schreibe die Worte auf dein Herz, nicht wahr? Du sollst diese Worte auf deinem Herzen tragen. Jesus wünscht sich, dass wir das Wasser in uns tragen. Und ihr wisst, das hat ja schon der Samariterin gesagt, oder? In Johannes 4, schaut mal in Johannes 4. Und dort Vers 14. In Johannes 4 und dort Vers 14. Ihr seht, wie Jesus jetzt hier beim Laubhüttenfest, ein halbes Jahr vor seiner Kreuzigung, den Juden das sagt, was er der Samariterin schon lange vorher sagen konnte. In Johannes 4, Vers 14. Er sagt in Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Warum? Ganz einfach, weil den Jakobsbrunnen kann man nicht mitnehmen. Der Jakobsbrunnen ist da, wo er ist. Der ist einmal gegraben worden zur Zeit von Jakob und da ist er jetzt. Und wenn ich Durst habe, muss ich aus der Stadt kommen, ich muss zum Jakobsbrunnen gehen, ich muss da das Wasser, also den Krug runterlassen, Wasser holen, Wasser mitnehmen und in die Stadt gehen. Ja? Und wenn ich wieder Durst habe, muss ich wieder zum Brunnen gehen und muss wieder Wasser. Wer davon trinkt, wird wieder dürsten. Aber Jesus sagt, pass auf, ich habe einen anderen Brunnen, mein Brunnen ist nicht fest, meinen Brunnen kannst du mitnehmen. Du kannst den Brunnen in deinem Herzen tragen. Schaut mal in Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Das meint nicht, ich habe einmal getrunken und brauche nicht mehr. Das meint es nicht. Ja, das nicht einmal gerettet, immer gerettet, wie es leider so viele Christen missverstehen. Sondern die Idee ist, du musst dich dann nicht nie wieder vom Brunnen entfernen. Du kannst den Brunnen mitnehmen, denn es heißt hier, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird wo? In ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Er sagt, das ewige Leben oder das Wasser des Lebens, die Erlösung, kannst du in dir tragen. Du musst da nicht immer hin und zurück, weil unsere Erfahrung ist oft hin und zurück, aber er sagt, das brauchst du gar nicht. Du kannst es in dir tragen und was passiert dann, wenn die Quelle in mir ist? Sie sprudelt raus und schaut mal, was in Johannes 4 passiert. Was passiert mit der Frau, nachdem sie das annimmt? Und Jesus als ihren Erlöser annimmt, was passiert? In derselben Geschichte. Könnt ihr die Quelle sehen, wie sie sprudelt und sprudelt und sprudelt? Sie geht zurück in die Stadt, sie lässt sogar ihren Eimer da zurück. Ja? Sie sprudelt und erzählt, stellt euch vor, was ich gehört habe. Ja? Und sie bringt die ganze Stadt zu Jesus. Sie hat nicht erst ein Missionarsseminar besucht, sie sprudelt, weil Jesus in ihrem Herzen ist. Ah, das ist wahre Erweckung. Wenn Jesus im Herzen ist, dann kann es gar nicht aufhören zu sprudeln, weil dann ist die Quelle im Herzen. Und das, sagt Jesus, wenn du das wünschst. Komm her, komm her, komm her. Kein Mensch muss durstig bleiben. Jeder kann zu Jesus gehen. Und egal, wer du bist, auch der du jetzt live zuschaust, knie dich nieder und sag, Herr Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Sprich zu mir. Und ich möchte dein Wort verstehen. Und er wird dich lehren. Er hat bisher noch jedem, der es ernsthaft wollte, sein Evangelium klar und deutlich erklärt. Schauen wir noch ganz kurz in ein paar Bibelverse aus dem Alten Testament. Wir sind gleich am Ende. In Sprüche. Schauen wir uns ein paar kurze Verse in Sprüche an. In Sprüche Kapitel 10. Und auch hier seht ihr, und das wird euch nicht wundern, dass Jesus wieder aus dem Alten Testament schöpft. In Sprüche 10. Und dort Vers 11. In Sprüche 10, Vers 11 heißt es, der Mund, Sprüche 10, Vers 11, der Mund des Gerechten ist eine was? Eine Quelle des Lebens. Ja? Und das seht ihr, was diese Quelle bedeutet. Ja, es ist nichts irgendwie Merkwürdiges, Abstraktes, sondern die Worte, die ich spreche, sollen zu einer Quelle des Lebens für andere werden, die dadurch Jesus kennenlernen. Ja? Der Mund des Gerechten, wer durch Glauben gerecht gemacht worden ist, wer die Gerechtigkeit Jesus angenommen hat und in seinem Leben erlebt, der wird zu einer Quelle des Lebens. Das, was er sagt, wird zu einer Quelle. Noch Sprüche 18. Sprüche 18 und dort Vers 4. Das ist auch ein interessantes Bild hier.
Sprüche 18, Vers 4, in ähnlicher Art und Weise. Auch geht es um die Worte. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Da sieht man also dieses Bild, nicht wahr? Was aus unserem Herzen herauskommt, das sprudelt dann, nicht wahr? Und entweder ist die Quelle rein oder sie ist verdorben. Ja, das ist letztlich dann die Frage. Und auch eine ganz tolle Stelle, Jesaja 58. Jesaja 58 ist eine ganz großartige Prophezeiung auch. Ein tolles Kapitel über das, was Gottes Volk am Ende der Zeit tun soll. Gipfelt er dann in der berühmten Sabbatreform. Aber auch vorher geht es darum, wie wir das Evangelium praktisch umsetzen. Ja? Für die Menschen, das ist ein ganz tolles Kapitel, wo er deutlich macht, es geht nicht darum, dass man einfach nur religiöse Formen durchführt. Ja? Wenn ihr das mal lest in Vers 3, da heißt es, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seele und du beachtest es nicht? Und dann erklärt Gott, ja, naja, ihr fastet, aber ihr bekriegt euch, ihr streitet, ihr haut euch die Köpfe ein. Macht das nicht. Ja. Und dann sagt er in Vers 6, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Das ist eigentlich das, was Jesus gemacht hat. Ja? Praktische Nächstenliebe. Das Evangelium deutlich zeigen. Und wenn das passiert, sagt es in Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und das ist, ja, mache dich auf, werde Licht. Ja, Offenbarung 18, Vers 1. Dann auch das Licht, das die Erde erleuchtet. Das andere bei Jesaja 60. Deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und jetzt schaut mal in Vers 11. Der Herr wird dich ohne Unterlass. Was heißt ohne Unterlass? Ohne Unterbrechung, ständig. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Das heißt, es ist Dürre, überall sonst gibt es nichts zu finden, aber ich werde gesättigt, ich werde gestärkt, weil Gott mich ohne Unterlass leitet. Du wirst sein wie ein was? Wie ein wohlbewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegelt. Ja, also ich habe schon viel über Jesaja 58 gelesen und gehört und studiert, aber das wäre mir nie richtig aufgefallen, dass hier steht, dass die das tun, was Jesaja 58 sagt, dass die wie eine Quelle sind. Und das zeigt sich ja dann im Leben, nicht wahr? Sie sind für andere da. Sie sorgen sich, wie sie anderen Menschen helfen können. Praktisch, aber auch geistlich. Ja, sie das Joch und zerbrechen, ja, und die Unterdrückten freilassen. Das meint nicht nur, dass man Menschen praktisch hilft, nicht wahr? Mit Kleidung und Essen und allem Möglichen, was man ihnen helfen kann, aber auch, dass man ihnen geistlich hilft, sie zu Jesus führt. Wenn man nicht an sich selbst denkt, sondern an andere. Und dann sagt er, dann wirst du sein wie eine Quelle, deren Wasser nie versiegt. Das ist das Geheimnis. Ja? Ein Mensch, der egoistisch an sich selbst denkt, dem mangelt es bald an Wasser. Aber jemand, der gibt, der, weil er Jesus erlebt hat, der sich an Jesus wandelt, der wird auch erquickt. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, dass sich dann nicht mal die Frucht des Geistes zeigt, nicht mal Liebe, Freude, Freundlichkeit, all die Dinge, die Galater 5, Vers 22 sagt. Schauen wir noch ganz kurz in Johannes 7. Oh, was heißt ganz kurz? Ich habe eigentlich vorgehabt, heute den Abschnitt zu Ende zu machen, aber wir haben noch so viel zu Vers 39. Vielleicht machen wir einfach nächste Woche dann Vers 39. Also wir sind ja außergewöhnlich langsam jetzt, aber ihr merkt, das Thema ist so wichtig und so interessant. Wir werden dann nach Vers 39 wieder mehr Fahrt aufnehmen. Aber vielleicht machen wir nächste Woche Vers 39, weil es gibt einiges über den Geist zu sagen, über den Heiligen Geist, weil Jesus hier in besonderer Weise über den Heiligen Geist spricht und das würde ich gerne dann ein bisschen ausführlicher besprechen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir hier einen Schnitt machen, nächste Woche dann Vers 39 anschauen und dann geht es auch wieder schneller voran. Wollen wir Gott von Herzen danken, dass wir wissen dürfen, dass es nicht nur eine Quelle gibt, nicht nur eine Quelle für unsere alle Probleme, sondern dass wir die Quelle sogar mitnehmen können. Eine Quelle to go. Dass wir nicht nur wissen, wo es ewiges Leben gibt, sondern das ewige Leben mitnehmen können, wo immer wir hingehen. Und das ist doch wirklich wunderbar. Wollen wir Gott dafür danken? Lass uns niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, was für ein wunderbarer Vers.
Man hat das Gefühl, dass man schon ein bisschen in den Himmel versetzt ist, wenn man darüber nachdenkt. Und das ist auch kein trügerisches Gefühl, denn wir glauben, dass der Heilige Geist durch dein Wort direkt zu uns gesprochen hat und uns Himmlisches gezeigt hat. Herr, danke für diese Verheißung. Ich möchte sie selbst für mich in Anspruch nehmen, dass wir nicht nur die Quelle kennen, sondern dass wir die Quelle mitnehmen dürfen, dass wir sie mit uns tragen können, wo immer wir hingehen, dass auch in einer Zeit, in der es eine geistliche Dürre gibt, wir ein wohlbewässerter Garten sein können. In einer Zeit, in der Menschen nicht noch ein- und auslassen, wir klare Hoffnung und Zuversicht haben können, weil dein Wort bleibend in uns ist. Nicht, weil wir es auswendig gelernt haben, sondern weil wir bei Jesus bleiben. Und Herr, wir wünschen uns so sehr, von ganzem Herzen, dass du uns fest in deine Arme schließt, dass wir bei dir bleiben und Tag für Tag in unserer Beziehung zu dir wachsen. Danke für all den Segen, den du uns heute geschenkt hast, durch dein Wort. Und lass uns immer an Jesus glauben, wie es die Schrift gesagt hat. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.